Moini, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight. Ich spiele Zarina mit ihrer neuen Maske im Maskeraden-Event gegen Pinhead. Oh Gott, ich hasse Pinhead. Mit der Aufgabe Lebensschenker. Aha. Remix. Das bedeutet, ich kriege vier zufällige Perks zugewiesen und muss. Ruin, okay. Muss zwei Gesundheitsstatus heilen von anderen Überlebenden in dieser einen Runde. Die Perks wurden mir zugewiesen und ich hoffe ganz dolle, dass DBD so eine Art Randomizer ins Spiel bringt und dass hier jetzt mal halt so eine Art Test dafür ist. Pinhead mit Ruin ist. Ja, mal gucken, was die Runde so bringt. Was habe ich für Perks dabei? Habe ich noch gar nicht richtig geguckt. Ich schaffe das dabei oben von Jill. Das heißt nicht, ich schaffe das, sondern das heißt. Ich weiß es gerade nicht mehr, wie es heißt. Mir fällt es bestimmt nachher ein. Nebel erfahren, deswegen habe ich gerade Pinhead unten gesehen. Wenn ich einen großartigen Skillcheck treffe, dann sehe ich die Aura des Killers. Unten Wachsam von Quentin. Also rechts ist von Vittorio. Unten ist Quentin aufwachen. Nicht wachsam aufwachen. Mit Aufwachen kann ich das Ausgangstor schneller öffnen und die anderen Überlebenden sehen meine Aura, wenn ich dies tue, am Ausgangsschalter das Tor zu öffnen. Das heißt, dass sie sich nicht verlaufen können bei dieser Map. Oh. Und links von Yui Ausbruch. Damit wiggelt die Person, die auf der Schulter des Killers getragen wird, wenn ich im Umkreis von 7 Metern zu dem Killer bin, 20% effektiver und ich bekomme, nee, ich weiß nicht, ob 7, also entweder bekomme ich den Status Eile mit 6 oder mit 7% und es sind 7 oder 6 Meter. Eins von beiden irgendwie so. Da ist er. Ich gehe mal hier so, ich gehe mal nicht hier so lang. Aua, er hat die verletzenden Ketten. Und da ist auch schon wieder Kettenjagd gestartet. Können wir mal nach hinten gucken ein bisschen. Wieder aufleben heißt das Perk von Jill oben. Wieder aufleben. Dann bin ich zu 50% schon geheilt, wenn. Super gut. Kate wird irgendwie oben gejagt, glaube ich. Wenn ich vom Haken gerettet werde, bin ich schon zu 50% geheilt. Mika hat hier einen Kreis der Heilung dabei. Dadurch können wir jetzt unsere Aura hier sehen. Auch Kate sieht unsere Aura. Jetzt nicht mehr, weil wir jetzt geheilt sind. Und ich bekomme schon mal einen Stack auf Lebensschenker. Ruin und Stromstoß. Warum habe ich jetzt seine Aura gesehen? Achso, weil ich einen großartigen Fähigkeitscheck gemacht habe. Kann das sein? Na super. Vielen Dank. You summoned me. Okay. Oh, über uns. Und wieder Stromstoß, Spannungsstoß, wie auch immer. Lebensschenker müsste ich jetzt geschafft haben. Ich finde Random Perks unglaublich witzig. Ich meine, das ist auch so ein bisschen das, was ich sowieso öfter mache, ne, mit der Shrine Time und so. Ich sehe gar nicht, wo er ist. Bin ich ahnungslos? Also ja, aber. War der irgendwie K.O. oder so? Ich sehe gar nicht, wo sie hängt. Oben? Oben. Mit K.O. würde ich ja trotzdem sehen, wo sie hängt, oder? Willst du einen Fluchtversuch machen? Ist aber nicht so nett. Komm, wir gehen ein bisschen in den. Genau. Danke. Gut, also. Gesundheitsstatus heilen. War jetzt nicht das Problem bisher die Runde. Jens müssten wir mal schaffen.
Oh, der Gen da unten ist schon sehr weit. Ja, hallo, Pinhead. Ich bin's, Sarina. Nee. Tritt dagegen. Vielleicht muss ich auch reintraden sonst. Ich glaube, wir müssen hier weg. Aua. Wild, wilde Runde. Er ist unten. Und jagt Mika. Na gut. Der Würfel ist gerade gespawnt irgendwo da hinten, aber wir haben noch Zeit für den Würfel. Und Kate hat den Würfel sich gesnackt. Ich will wieder einen Gen hier unten. Ich weiß, nee, er hat mir zugewinkt. Ja, ist korrekt, man sagt gewinkt. Aber sie wollte eh auch hier hin. Ich habe ja so eine kleine Regel, wenn der Random dir zuwinkt, dann geh woanders hin. Randoms bringen dich meistens nur ins Verderben. So, und ich hole mir jetzt so ein Maskengedönsel da hinten mal. Denn ich habe immer noch nicht alle Masken. Wie läuft es bei euch im Moment so mit den Runden? Ich habe irgendwie super viele DCs. Das verstehe ich wirklich während des Events so richtig gar nicht. Weil man bekommt ja trotzdem, also trotz der DCs haben die Killer dann normal weitergespielt meistens. Einer hat dann irgendwie gefarmt. Aber trotzdem bekommt man ja super viele Punkte. Also wenn man richtig schlimm rausgetunnelt wird oder First Look stirbt oder was weiß ich, kriegt man ja immer noch so um die 70.000, wenn alle was gönnen. Aber naja, vielleicht sind es auch immer Internetprobleme. Vielleicht hat DBD ja derzeit Internetprobleme. Ich weiß es nicht. Nebel erfahren. Habe ich schon wieder vergessen, dass ich das dabei habe. Können wir jetzt mal ein bisschen den Pinny da hinten zugucken. Ich hing noch kein Mal. Bin ich Obsession? Nee, näher ist die Obsession. Ich denke, ich werde mich gleich mal ein bisschen jagen lassen. Die beiden anderen werden jetzt den Würfel machen, denke ich. Aha, und er kommt auch ziemlich genau hier rüber. Weiß nicht, ob ich den Gen jetzt schaffe. Ich könnte ein bisschen offensiver mit Ausbruch spielen, aber... Ah, okay. Wie komme ich da jetzt rüber? Hier lang oder hoch, ne? So, und dann hier runter und da sind die beiden. Dann muss ich mal gucken. Ah, okay, da wird schon gerettet. Klasse. Gut, dann gucken wir mal, ob wir hier oben noch irgendwo einen Gen haben. Den hatten wir am Anfang einmal. Ja, der ist auch noch fertig. Gut, dann springe ich einfach mal in die Jagd rein. Penny, wo bist du? Der Gen ist auch schon fertig. Da hinten ist er. Aber er hat nur Augen für Mika. Nee, für Nea. Okay, komm. The box. You opened it. Na gut. Verletzt den Würfel zu machen, ist auch immer so eine Sache. Es war auch nicht mal dringend gerade. Jetzt weiß ich halt auch wieder nicht, wo er ist. Immer schwierig, sich in die Jagd reinzuwerfen, wenn man nicht weiß, wo. Aber nun gut. Was haltet ihr von meinem Outfit? Ich finde, es passt richtig toll zu dieser wunderschönen Maske von Sarina. Ich bin so froh, dass Sarina jetzt auch mal eine Maske gekriegt hat. Die ist halt richtig, richtig schön. Ich will jetzt nicht loslassen. Ich hab gedacht, vielleicht kann ich euch das irgendwie so zeigen. Ein bisschen, ne? Ein bisschen.
Aua. Na gut, komm. Put, 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 put. Ich hing noch nicht. Put, 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 put. Er geht näher hinterher. Aber ich weiß auch nicht, wo. Näher, komm, abschmieren. Ich spiele in letzter Zeit so viel mit Bindung. Und mir fehlt das gerade irgendwie total. Ich spiele ja auch sehr häufig nicht mit Bindung. Ach, Nebel erfahren, genau. Ich Nebel erfahren jetzt an den Start kommen. Ah, brauche ich nicht. Hilfe! Ja, kommen Sie mit. Kommt er mit oder nicht? Ich fühle mich nicht, als würde er mitkommen. Ich fühle mich eher, als wäre er noch unten. Nee, ich glaube, der bleibt unten bei dem Chen. Dann gehe ich wieder. Moment. Gehe ich wieder hier an den Chen? Oh, das ist gut. Das kann man hier machen. Adrenalin wäre jetzt auch schön. Na, okay, Adrenalin wird eh nicht so viel bringen. Nia ist jetzt leider tot. Nia wurde Paletten gesaved. Mega gut, ich schmeiß mich rein, ich schmeiß mich rein, ich schmeiß mich rein. Ist leider aber auch nicht wo. Wo schmeiß ich mich denn hier rein? Aha. Okay, Doki, ich denke, er holt sich oben die Maske ab. Nee, er ist wieder hier. Kann ich mal hier irgendwie bitte... Okay, das geht nicht. Okay. Schade. Aber alle Gens sind an. Eine Aufladung habe ich noch in meiner Maskeneinladung. Und ich hänge beim Ausgang. Jetzt muss er nur noch weggehen. Jetzt muss er nur noch weggehen. Irgendjemand hat den Würfel auch gemacht. Also das Team ist ganz gut. Ich glaube... Achso, er bleibt hier. Ich glaube, vielleicht ist es eine SWF, weil das sehr koordiniert mit dem Würfel ablief. Und ich habe den ja kein einziges Mal gemacht. Ja... Ich würde an seiner Stelle auch nicht weggehen, aber ich fände es richtig cool. Ach ja, die Ausgangstorschalter werden mir immer angezeigt, übrigens mit Aufwachen. Okay. Ich würde an seiner Stelle auch nicht weggehen, wollte ich sagen. Da kommst du lang, okay. Mika wird da oben gejagt. Voll cool, dass er weggegangen ist. Sehr schön. Ich kann das Tor hier viel schneller öffnen. Seht ihr? Ja, ich mache das, genau. Unheimliche... Was stand da? Unheimliches Darlehen? Nee. Oh, so hat man gerade die Maske schön gesehen. So, guck mal. Ui. Hallo, Zarina. So, und ich bin eigentlich schon zur Hälfte hochgeheilt, aber ich glaube, die anderen gehen jetzt eh durch einen anderen Ausgang. Ah, nee, doch nicht. Oh, wir müssen los, wir müssen los, wir müssen los. Nee, komm. Bevor er uns hier festkettet, weil Verletzte kann er ja mit der Kette festketten. Nur heile, gesunde Überlebende kann er nicht festketten, glaube ich. Es war die entspannteste Runde gegen Pinhead, die ich je gespielt habe, glaube ich. Ach ja, die sind ja auch beide Level 100. Ich denke, dass die in der SWF waren. Es war so koordiniert. Wahnsinn, was hatte er dabei? Das Beste kommt zum Schluss. Ich war nicht die Obsession, nee, er war die Obsession. Ich habe es zwischendurch getestet. Kein Ausweg. Hat nicht getriggert. Hat auf der anderen Seite getriggert. Aber hatte hier nicht getriggert. Hat einfach nicht getriggert, ne? Moment. Wie geht das?
Moment. Das gucke ich mir nachher nochmal an. Ruin war schön nervig und Stromstoß war schön nervig. Genau, und hier das Add-on, dieses hier, Ingenieurszahn. Besessene Ketten verwunden, gesunde Überlebende fesseln sie aber nicht und lassen keine zusätzlichen Ketten erscheinen. Genau. Wenn ein verletzter Überlebender mit einer besessenen Kette getroffen wird, erscheint nur eine zusätzliche Kette. Damit könnte er aber trotzdem verhindern, dass wir aus dem Ausgang rauskommen. Ah ja, und Aurasicht. Das ist auch ganz gut zusammen wahrscheinlich. Cool, die Runde war doch ganz spaßig und das gegen Pinhead. Und als Lebensschenker war ich unterwegs. Ich habe mehr als 2 Gesundheitsstatus geheilt, denke ich. Ein paar, aber Kreis der Heilung war auch richtig gut auf der Map. Oder? Kreis der Heilung hat's gerockt. Cool. Ich sage GG und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Random Perks. Schade, ich würde es gerne öfter machen. Bis dann. Ciao.